Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der Ultra-Aufnahmesession von Factorio mit Fuck Benny yeah. und Wesley. Yo. Wir Jo, sind schon ziemlich alle. gerädert. Ja, Schon das ist Matsch im so Kopf, viel ey. Factorio am Stück, das hatten wir schon ewig nicht mehr. Ja. Habe ich Wie schon viel wieder alle Schienen Faktorium am weg? Stück Oh, habt ihr ich nur, flipp wenn aus. ihr Wesley beim Livestream anguckt? Genau, nicht Der immer dann vergessen. aufhört, wenn ich Lasagne esse, die ich dann jetzt im Anschluss dieser Folge essen werde. Ja, Zeit fürs weil du denn ja Mittagessen. auch aufhörst und dann muss er ja. Ja. Also Wesley, du nimmst jetzt dann, du machst jetzt einen Livestream dann im Anschluss, oder? Ja doch, Benny Nee. isst doch Weiß jetzt nicht. Lasagne. Ja, genau. Ach, mal schauen, vielleicht mache ich's ja. Was, lach mal schon? Aber Lach mal gut für die schon. Leute, die hier zuschauen, natürlich denken die dran, ne? Also wenn ich jetzt gleich livestream. Das Ja, heißt, genau. wenn die Folge rauskommt, muss ich direkt livestreamen. Mit unserem aktuellen Spielstand am besten. Denn Ja. alle erstmal spoilern. So 5 Wochen im Voraus. Ich stelle mich gerade neben Radar und warte, bis Robis kommen. Ja, fast gut. Man merkt, dass wir schon zu lange aufnehmen. Wenn man Radar mit einem Roboter Ja, da dreht sich angafft. auf beiden irgend sowas oben drauf. Ja, Beim das waren Robo-Hangar ist jetzt. ein bisschen kleiner. Das war jetzt für die Leute, die noch nicht mitgezählt haben, trotzdem interessiert, 10 Folgen. Oder wir sind jetzt in der 10. Folge. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass wir so viel im Voraus aufnehmen müssen. Also haut mich nicht, wenn ich in Dänemark nicht eure Kommentare beantworte. Oder einfach nicht drauf eingehe im Spiel, weil das musste jetzt halt sein. Durch unglückliche Überschneidung zufälliger Urlaubsplanungen. Planungen, genau. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, meinem Urlaub mit dem Gnichtnet abzustimmen. Nee, das machen wir erst Da nächstes steigt Jahr, mir wenn meine ich dann auch Freundin einen aus Job da. habe. Machen wir den Urlaubsjahreskalender. Ja, genau, Urlaubsjahreskalender. Du, deine Freundin, ich, meine Freundin, mein Chef noch, weil der, Dann dessen Wesley. Frau ist Lehrerin, der muss also immer gucken, dass er in den Ferien, sich eventuelle Urlaube und so. Okay. Er läuft. Oh, verdammt, ich habe keine. Verdammt. Mir fehlen Türmchen. So, ah, Inventarlogistik plötzlich. Ich wollte gerade fragen, wie sieht's denn jetzt aus, was ich da mir gewünscht habe zu Weihnachten, aber. Weihnachten. Was macht die Schmelze? Kann man die noch erweitern? Geht da noch ein bisschen was? Geht da noch was? Da Wir geht auch könnten doch noch nach was. rechts noch erweitern, oder? Und nach links. Ach, die reicht so. Aber nicht. Nein. Warum nicht? Ey, setz da mal einen Turm hin. Beim Kreisverkehr. Beim Kreis. Ein Radar. Verdammt. Wer Was, da soll wo ich bin wohnen, jetzt, oder wie? Radarturm? Ja, da setzt man eben ein Radar hin. Oh, ihr habt doch kein Radar. Doch, irgendwo muss ich ein Radar haben. Da. Bauen uns irgendwo ab. Ey, ich drück gerade die E-Taste und. Er Nein, daddelt eh und genau. nichts passiert. Da kommt mein Zug. Ein Rückzug. Zug. Rückzug. Rückzug. Hauptbahnhof. But it was not reachable. Warum? Warum kann ich Warte da mal. nicht? Warte mal. Eisen, Kupferplatten müssten doch eigentlich wieder unten. Komm ich doch in die Base, oder? Oh, der fährt ja richtig weit. Ja, aber stahltechnisch sieht es schon wieder recht gut aus. Es geht, ne? Ja, wir haben 2,1K schon. Not reachable. Someone requests the shuttle train, but it was Ach. unable to reach in destination. Hey, sollte hier Stein rankommen oder was ist da kaputt? Jetzt. Wo sollte Stein rankommen?
Wo ist Benny? Ey, wir haben hier so viel Zeugs, ne? Warte mal, ich muss das mal ausmachen. Ist ja zu kalte Stelle, Stein an, ist leer. Da sollte Stein kommen. Wo ist Stein ab? Stein ab ist unten bei... Alter, ist es leer? Was Stein... Stein ab ist über der Wesley-Schmelze. Also der Eisen-Wesley-Schmelze. Oh, können wir hier einstellen, kriegen die Shuttles auch Raketentreibstoff? Oh, nee, die sind noch auf Kohle. Die sind noch voll auf Kohle? Die sind voll auf Kohle. Krass. Oh, wieso stehe ich jetzt hier? Server antwortet nicht. Das kann nicht sein. Ich habe gerade gespeichert. Was? Überleg doch mal, was du sagst. So. Also, ah ja, genau. Und jetzt... Nein, nein, ich häng fest. Was ist bei Benny los? Weil der Steinzug, nicht voll ist, stehen hier alle anderen. Wie, die stehen alle anderen? Ja, guck mal hier, hinter mir. Ja, weil dein Shuttlezug da jetzt noch drin stecken geblieben ist, ja. Es liegt aber ja auch nur daran, dass das Steinvorkommen da rechts alle ist. Ah, papalapap. Haben wir ein neues Stein? Stein sind wir echt hier leicht Rabe sät, wa? Hey, haben wir das nicht vorhin erst gesetzt? Ja. Also in dieser Aufnahmesession. Für euch in den letzten 3 Wochen. Aber guck mal, unter eurem Eisen AP2 ist noch 1,8 Millionen Stein. Ich hab hier gerade schön Jojo-Effekte. Jojo? Bei mir geht's. Das kenne ich nur von meinem Bauch. Vererbt. Eisenerz. Was, wo hast du gesagt, ist Stein? Unter eurem Eisen ab 2. Gleich laufe ich bestimmt über eine Mine. Bam! Das wäre ganz cool, dann könnte dein Discounter auch mal wieder starten. Aber was steht da denn? Auf 1. Ne? Ich habe hier 1 stehen. Warum steht bei Benny 2? Das habe ich doch. Benny hatte doch 3, da steht doch 3. Für 3 sein, ja. Jeden Fall. Der aktualisiert das nicht, die Sau. Schweinehund. Mach ihn kalt. Bin ich nicht speichern, die Karte. Jetzt hat das. Und alle schreien sie schon. Ich nicht nett. Du Assi. Benny ist tot. So, jetzt wollen wir aber mal hier. Mittlerweile wurde das alles gesetzt. Sind die da schon tot? Nein. Die Hexe ist tot. Na 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 na. So langsam werden die Aliens stark. Ja, das merke ich auch gerade. Warum setzen diese blöden Robis die Türme da jetzt nicht einfach hin? Schienen stehen bleiben. Nicht auf den Schienen. Ich glaube nicht, du hast doch schon für alles so schöne Blaupausen und so. Habe ich.
könnte mal ein neues Buch machen, fällt mir gerade so auf. Da können wir das reinschmeißen, das reinschmeißen, das, das und das auch. Nehmen wir AP. Und AP ziehe ich hier in die Blaupausenbibliothek exportieren. So, jetzt müsstet ihr die haben, wenn du möchtest. Nö. Nö. Eiskalt. Eiskalt. Und dieses Kupferfeld hier liegt aber auch echt blöd. Hätte ich das mal. Das geht so nicht. Das müssen wir hier aber mal mit einschließen. Oh, dahin. Oh, mein Rechner ist irgendwie gerade. Das sagtest du bereits. Was ist denn los heute mit deinem Rechner? Weiß ich nicht. Der mag mich nicht. Der mag dich nicht. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Hast du ihm irgendwas getan? Ja, bestimmt. Also CPU-Auslastung 15%. RAM in Verwendung im Cache 27 GB. Verfügbar 52. Ne? Also irgendwie kann es nicht verstehen. Ja, nee. Der Mensch hat die ganze Zeit diese Laufanimation. Ich stehe aber auf der Stelle. Wiss? Das ist unvorteilhaft. Das schickt sich nicht in ein Let's Play. Also liebe Entwickler. Guck, schaltet jetzt bei Benny ein und ihr seht, was ihr noch berichtigen müsst. Das alles die weg. Tasten, die ich vorher gedrückt habe, die werden jetzt nachgeholt. Moment. Sehr gut. Oh, so macht das keinen Spaß. Ist so schlimm? Stimmt bei dir nicht. Ich hab's lustigerweise bei mir immer genau andersrum das Gefühl. Ich hab das Gefühl, mein Rechner muss sich erstmal warm laufen. Den Abrissplaner in der Hand, kann den aber auch nicht weglegen. Solange du nicht irgendwie frei in die Wildbahn, mitten in die Base von irgendeinem Alienist rennst. Geradeaus in irgendeine Richtung, ja. Hatten wir auch schon mal, gell? Ja. Ja, also ich kann hier gerade leider. So, Karte geht noch interessanterweise, oder? Ja, bloß nicht mit dem Pfeiltasten, aber mit der Maus. Das heißt, weit rauszoomen, wo seid ihr denn? Da oben nicht mit. Dann zoome ich mal bei dir rein. Dann zoom mal zu mir rein. Lauf mir halt nicht aus dem Bild, weil ich habe keine Pfeiltasten zur Verfügung. Was macht denn der Wesley? Ah, oh, was Produktives. Ah, der macht was Produktives, ja. Genau, dann gehe ich lieber mal dort rein. Ja, ist in Ordnung. Ich verstehe den Zaunwall. Da winkt der komplette Zaun. Samt Garten, oder? Samt Gärtner? Ja, was machst denn du? Wesley, erklär dich mal. Nein, das habe ich nicht nötig. Bearbeite hier das Eisenerz direkt vom zu Metall und dann direkt zu Stahl. Aber kannst du das nicht irgendwie kompakter machen? Reicht so. Irgendwie Wesley Doppelschmelze MK1 oder so? Ja, irgendwann vielleicht mal. 2.1.3.5. Was hier an Ressourcen frisst, ne? Einfach nur diese olle Mauer einfach ein bisschen weiter zu ziehen.
kann gleich wieder runter an eine Base rennen, weil ich zu wenig Zeugs hab. Also vor der nächsten Aufnahme beende ich mal Factorio und start's nochmal neu. Ja, du meinst nächste Woche, oder nicht? In 2 Wochen. In 2? Oh mein Gott. Ja, und morgen ist für mich der 7-Days-Tag. Wie viele Folgen musst du morgen aufnehmen, 7 Days? Ich glaube auch 9. Ah, so Leute, ich entschuldige die Dia-Show, die ich hier habe. Ja, ich bin schuld. Zaun und so, ich hab's verstanden. Nee, keine Ahnung, irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ich habe ja ab und zu noch mal ein bisschen was mit Aliens zu tun. Vielleicht liegt es daran. Könnte ich mir vorstellen. Oh, lauf doch nicht aus dem Bild. Mach doch wie Wesley. Dafür müsste ich mir erstmal so viel Zeugs wie Wesley hat craften. Dafür haben wir kein Material. Drücke T. Dafür haben wir auch kein Material. Ich kann es anklicken. Na, jetzt ist es wieder weg. Gerade eingeklickt, ist kurz aufgepoppt und dann wieder despawned. Hey, wieso hast du eine Doppelmauer gezogen? Habe ich gar nicht. Ich hab's gerade in einem Bild von der Dia-Show gesehen. Ein Bild lügt. Ganz einfach, ein Bild lügt. Jetzt geht aber deine Kurve wirklich durch das Eisenerz, Wesley. Was? Nix ist. Wir bauen keine Ressourcen. Dann juckt's. Welche Kurve? Ich komm die Aliens nicht, haben noch keine Mauer. Ah, wie das aussieht. Und dann hat er noch nicht mal ein Radar gesetzt. Klappe. So, setzen wir da mal ein Radar hin. So. Sehr gut, ich habe auch keine Mauern mehr. Und auch keine Türme mehr. Das kann ich noch wegreißen. Na komm, dann machen wir hier. So, dann haben wir hier wieder zu. Sehr gut. Ja. Genau, ist halt so ruhig. Ja, ich war hier gerade Überblick verschaffen. Was sagt macht dein Daumenkino? Ja, läuft noch. Ist gut. Oh, jetzt, ich habe ja vorhin mal auf T gedrückt. Drücke T. Kam's bei mir. Ach ja. Jetzt ist wieder so. Weg. Nee, hat richtig Party hinten, ey. Benny hat Party? Warum hat Benny Party? Ruckelparty. Ja, Ruckelparty. Oh, ich hab keinen Zug. Wie nennen wir das dann immer? Dann nenne ich das Stahl. Stahl ab. Nee, das ist Abholung. Stahl ab. Aber wenn das nicht sofort Stahl ab. Eins, es wird wahrscheinlich nur eins geben. Das wird wohl der Fall sein. So. Ziehen wir noch ein Mauerchen rum. Gemauer. Mauer schon originell von Hand.
und hier irgendwo noch mal einen rein. So, dann gucken wir auf die Karte. Was sagt Robi? Einmal sehr schön eingekesselt hier. Ach Gottchen. Ja, den könnt ihr bauen. Dann nehme ich jetzt hier die Blaupause für die. Ich baue den kompletten Außenposten jetzt hier nur aus Blaupausen. Ich habe eine Blaupause für den ganzen Außenposten. Es passt in dem Fall leider nicht, aber... Verdammt, keine Strommasten. Jetzt setz doch mal die beiden hin, egal, dann werden die halt gebracht. Wo meckert so. Nicht nett? Bitte? Ich guck grad, wo du meckerst. Ach, hier. Die Robis halt. Wie lange wollen wir eigentlich Storm Kino noch laufen lassen? Ja, eigentlich sollten wir jetzt mal Schluss machen, hast recht. Irgendwie, das, wenn man jetzt die letzte Folge macht, hat man irgendwie doch noch Anreiz weiterzumachen. Nein, wir machen jetzt nicht weiter. Ich will jetzt endlich Mittagessen und dann aufs Sofa, dass ja. Meine Freundin auch noch was von mir hat. Ja. Sie nickt ganz eifrig. Ja. Ja. Nicken kann sie. Ja. Ja, und Wesley trinkt schon wieder. Und Wesley trinkt in der Aufnahme. Ja. Weißt du, ist ja nicht so, als wenn wir gerade Schluss machen wollen. Ah. Also, nein, die 2 Sekunden kann ich nicht warten. Die verdurstet ja, genau. Er. Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Flamet den mal ordentlich. Ihr habt gesehen, der liest meine Kommentare. Der beantwortet ja mittlerweile schon meine. Das finde ich sehr praktisch. Kam da heute nämlich noch nicht zu. Oder gestern. Fand ich sehr gut. Schreibt in die Kommentare und vergesst nicht, Benny nimmt auch mit auf und da könnt ihr auch mal Daumenkino gucken und bei Wesley und bei Wesley könnt ihr euch auf Twitch austoben. Müsst ihr einfach mal googeln, hätte ich fast gesagt, suchen. Das ist ein allgemein eingedeutsches Wort. Ja, doch, schlimm. Google bei YouTube ist Google eigentlich YouTube. Vollkommen richtig, weil YouTube ist ja aufgekauft worden von Google. Also wenn du dort suchst, dann tust du quasi auch mit der Google-Suchmaschine suchen. Ja, so. Und auf Twitch googeln? Twitch ist, keine Ahnung. Googelt auf YouTube den Twitch-Kanal von Wesley. Genau. So. Und der streamt ab und zu tolle Sachen. Ja. Ab und zu. Genau. Wir dürfen jetzt eine Upload-Orgie starten. Oh ja, das wird lustig. Ich freue mich und meine Internetleitung auch. Ja. Dann sehen wir uns frisch erholt aus dem Urlaub wieder. Genau. Für die ist es eh nur ein paar Tage, 2 Tage später. Ja, genau. Ja, für euch ist es jetzt in 2 Tagen, kommen wir frisch erholt aus dem Urlaub. Aber die nächste Folge ist dann wirklich sehr erholt und frisch und urlaubsreif. Ja, und wir wissen nicht mehr, was wir tun wollten. Ja, das ist völlig genau. Korrekt. Ich wollte gerade sagen, wir Sachen setzen machen. Nur noch einen Robo-Hangar und Raketensilo und starten die Rakete. Aber ich schreibe auf meinen Zettel. Ich schreibe einfach auf meinen Zettel Sachen machen. Ich weiß noch, vor 10 Folgen haben wir gesagt, ey, Zeit für ein Raketensilo. Es steht tatsächlich. Ja, oh, du hast noch mit Mauer gepimpt und so. Cool. Das ist richtig geil aus. Das gucken wir uns jetzt zum Ende der Folge nochmal an. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ja. Was kaputt. Egal. Oh. Alter, nein. Mit Laser verdammt. Hm? Was ist mein Heli? Was ist mein Hubschrauber? Haha, Wesley. Was ist kaputt? Seine Mauer hat keinen Strom da hinten. Oh. Und ich hab kein Heli hier. Oh, mach hinne. Mach hinne. Oder sehen wir das in der nächsten Folge? Nein. Nein? Ich brauche noch ganz schnell ein Heli. Na, kann ich währenddessen hin? Oder lauf halt geschwind hin? Komm, hat der ein Heli, bevor ich da bin? Du musst ja eben mit den Türmen auf dem Weg dorthin Türme setzen. Gib Gas. Nicht läuft wieder zurück, oder? Das ist wie die 2 Punkte angeflitzt kommen. Brrr. Ich bin schneller.
Ja, aber hast du auch Strom mitgebracht? Nein! Drehstrom oder? Oh, ein Hubschrauber ist weg. Wie die Robis erstmal ausrasten. Komm, wir setzen jetzt auch einen hin. Und zwar hier. Ich habe meinen Hubschrauber weggekickt. Ich habe mich gebremst, bin einfach nur ausgestiegen. Ja, pff, ist ja jetzt nicht so, als hätte man noch was ein Problem oder sowas. Den habe ich mir schnell gecraftet, bin eingestiegen und ist von losgeflogen. So hoch geflogen. So, ja. Jetzt können wir beenden. Können wir die Folge jetzt beenden, ja. Jetzt kommt noch dein Heli ein. Da sind noch eine Menge Ölfelder, wo der Knicht nicht gerade durchläuft. Das hättet ihr auch noch mit akquirieren können. Ihr vor allen Dingen. Guckt dir mal mein Ausposten da an. Alles, was da ringsrum war, eingekesselt. Und Wesley hat hier vollkommen ignoriert. Da Öl, da Öl, da eine Base. Hätte alles einbauen können. Ja. Hast Eiskalt. Du Tore? Bisschen Öl da. Tore? Dass du da vielleicht zumachst, wo der Zug reinfährt. Zwei Stück habe ich, ja. Das reicht nur leider nicht. Ja, die Dicken passen dann wenigstens nicht durch. Oh, mein Zug ist da. Hau ab! Hau ab! Ja. Okay, ja, Freunde, schreib dir mal auf, dass ich nächstes Mal... Freunde, es war mir wirklich ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest. Benny möchte nächstes Mal. Ich habe nämlich noch Expresszüge auf Tasche und so, dann setze ich da oben einen Expresszug für den Wesley hin. Jo. Für und mich dann auch. Wir müssen dann unten noch Stahlanlieferungen machen. Haben wir noch einen freien Bahnhof unten? Ich glaube, langsam wird es eng da unten. Aber das schauen wir uns alles nächste Folge an. Ja. Frischer Holt. Leer an? Was ist leer an? Leer an, leer ist, an ist ein leerer Bahnhof. Ja, also Stahl an dann zukünftig, genau. Schreibt dir auf, leer an, Pfeil. Leer an gleich Stahl an. Genau. Auch aufgeschrieben. Gut, dass Benny vor 7 Minuten gefragt hat, wie lange war das Daumkino nur noch starten. Ja, das ist auch immer so ein Indiz für die letzte Folge der Aufnahmesession, oder? Ja, genau. Hatten wir schon mal, gell? Eindeutig. So. Oh mein Gott, ey. Nächste Folge wird doch wieder ein Singleplayer. Wesley, du hättest ihm noch schnell den Sprit aus dem Zug rausnehmen können. Ja, genau, dann bleibt er stehen. Ja, und also, dann... Danke fürs Zuschauen, tut mir leid, dass wir hier Daumenkino haben. Ich habe mal für die Interessierten ein bisschen Statistiken eingeblendet, dass ihr mal seht. Ja, dass hier irgendwie alles am Schlafen ist, aber trotzdem nicht funktioniert. Und ja... Genau. Ja, dem müssen wir dann auch nochmal auf den Grund gehen. Ich würde sagen, bis übermorgen. Ja, bis übermorgen. Schönen Urlaub, Benny. Ist es übermorgen? Ja. Ja, danke dir auch. Schönen Urlaub. Danke. Wesley, eine ruhige Zeit. Ja, ohne uns, genau. Du kannst ganz viel streamen. Ganz viel. Zuschauer. Genau. So bevorzugt so ab 18, 19 Uhr, denn kann ich mich... Ja, wollte ich ja heute eigentlich machen. Ja, genau. Kannst du ja heute noch machen. Heute Wesley schreibt mich an, hey, ich würde nachher streamen, willst du mitmachen? Ich denke so, ey, wir wollten da aufnehmen. Livestream. Livestream-Aufnahme, genau. Ja. Let's play. Wir nehmen immer noch auf, natürlich. Ja klar, nehmen wir noch auf. Überlängenfolge. Ey, hört es. Der Rausschmeißer Wesley hat wieder zugeschlagen. Ja. Genau. Also eigentlich, das sind so diese lustigen Gespräche, die wir immer zwischen den Folgen haben. Ja. Dass wir da immer diskutieren und streiten und machen und tun. Und Wesley möchte eigentlich unbedingt schnell weg oder weitermachen, weiter aufnehmen. Und der hat nämlich Hunger, müsst ihr wissen. Ja, Knichtnet und ich, wir könnten, glaube ich, Stunden und Tage lang am Stück quatschen, ohne an irgendwas anderes zu denken. Genau. Können wir einen Livestream mal machen. Eine Laberecke müssen wir mal machen.
Ja, da, müssen wir bloß anders benennen dann, oder? Aus Man nennt Copyright-Gründen, oder? Philosopher. Philosopher, genau. Philosopher. Einmal die Woche einfach hinsetzen und quatschen. Ja. Ja, Philosopher. Und was soll man den Leuten dann zeigen, so auf dem Screen? Ja, Facecam, ne? Facecam. Hab ich nicht. Ey, ich hab eine Infrarotkamera. Reicht. Ich habe jetzt eine Facecam. Wenn sie über dem Tisch bleibt. Also ab und zu streame ich auch mit der Facecam. Okay, bin ich mal gespannt. Bisher noch nicht erlebt, genau. Gnichner, du kannst ja mal zwischen in deinem Urlaub ausgiebig mal den Schalter mit dem Notstromaggregat testen, aufschreiben. Ja, da stimmt. Den Schalter werde ich auch noch. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt. In der Aber Folge reinschreiben, ist es zu spät. Ah, vielleicht kommt da nochmal ein schlauerer Hinweis als bei mir. Notstrom. Vielleicht treffe ich den Doski erst bis dahin nochmal, dann kann der da nochmal mitbasteln. Basteln, genau. Ja, dann jetzt wirklich nochmal? Ja. Vier Minuten? Wirklich, wirklich? Das kriegen wir das hin, oder? Oder sollen wir noch? Wesley, ja. Hast du Hunger? Tschüss. Ich habe gegessen in der Aufnahme. Die letzte Folge habe ich Freunde, gegessen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Übermorgen. Übermorgen wieder einschaltet. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.